Ja, hallo Leute, heute zeige ich euch, wo ihr den Entwurf für den Feuerspeier-Mod herbekommt. Ein sehr, sehr cooler Mod, wie ich finde, der sehr viel Schaden verursacht und natürlich mega cool aussieht an eurer Waffe. Als allererstes schauen wir mal, wo ich mich befinde. Und zwar bin ich hier in der allerersten Stadt, in der ersten Safe Zone, an dem großen Turm derzeit. Wir müssen hier hinter diesen Turm, denn da steht eine Person, die unsere Hilfe benötigt und uns als Belohnung dann den Feuerspeier-Mod gibt. Wichtig ist hierzu zu sagen, dass diese Person nicht von Anfang an dasteht, sondern freigespielt werden muss. Schauen wir mal, was der von uns möchte. Aufmerksamkeit für ein Wunder der Wissenschaft. Sie klingen wie ein Verkäufer. Und Sie liegen richtig. Faruk Korkmaz, Serp-Reinigungsprodukte und Dienstleistungen. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich Ihnen gerne ein einmaliges Angebot machen. Ich habe nicht vor, irgendwas zu kaufen. Natürlich nicht. Und ich habe auch nicht vor, Ihnen etwas zu verkaufen. Nur eine Sache. Eine Idee. Sie helfen mir. So, so. Ich bin nur noch 3 Geschäftsabschlüsse davon entfernt, Handelsvertreter des Jahres zu werden. Aber natürlich nur, wenn das Jahr wegen der Zombie-Apokalypse früher als gewöhnlich endet. Aber das tut es ja. Ich bin ziemlich beschäftigt. Sind wir das nicht alle? Ich zähle auf Sie, denn die Verträge sind bereits abgeschlossen. Ich muss lediglich 3 Flaschen Serp-Fleckenentferner verkaufen, damit ich die Geschäfte als abgeschlossen verbuchen kann. Und der Titel gehört mir. Gut, aber... Aber was springt dabei für Sie raus? Ruhm. Was noch? Reichtum. Und natürlich die Serp-Garantie, dass Sie sich danach erfüllt und zufrieden fühlen werden. Ja, das klingt doch eigentlich ganz einfach und seriös, was der Mann da von uns möchte. Von daher würde ich sagen, wir akzeptieren seine Aufgabe und helfen ihm dann mal. Dann mal los. Sie werden es nicht bereuen. Harte Zeiten für unsere Branche. Fressen oder gefressen werden. Man muss sich durchbeißen. Mein Motto, totgesagte Leben lang. Ihre Lieferung von Serp? Die sind bestimmt auf Zombiejagd. Ich lasse die Flasche hier. Ihre Rechnung kommt später. Und weiter geht's. Lieferung von Serp. Ich wette, die sind auf der Suche nach Antizid. Hoffentlich finden sie welches. Die Flasche ist vor der Tür. Dank der automatischen Nachbestelloption gibt es nächsten Monat 2 weitere Flaschen. Ein fleckenfreies Leben für sie. Aber dann wird doch nicht geschossen. Wir sollten los. Leuten zu helfen fühlt sich sonst anders an. Was? Sind sie von der Fensterme? Thank you.
Gesellschaft. Ist er Ihre Lieferung von Serb. So, und da haben wir die Aufgabe auch schon abgeschlossen und als Belohnung gibt es jetzt den Feuerspeier-Mod. Da schauen wir uns natürlich gleich mal diesen Mod an, was wir brauchen, um den herzustellen. Und das ist nicht allzu schwer, aber es ist relativ viel diesmal. Ja, was haben wir da? Da haben wir zwei Metallteile, einmal Klebeband, zweimal Küchenkram, zwei Chemikalien, zwei Sprühdosen und ein elektrisches Bauteil. Ist wie gesagt nicht schwer zu bekommen, ist aber relativ viel. Ich kann es auch gerade leider nicht herstellen, da ich keine passende Waffe dabei habe. Aber ihr könnt das ja selber ausprobieren. Ihr wisst ja jetzt, wie ihr den Mod bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!